Unternehmen stehen vor den großen Herausforderungen, dass sie die Kundenbedarfe gar nicht mehr bedienen können, weil letztendlich der Kunde erwartet, dass es morgen geliefert wird, dass es hoch individualisiert geliefert wird. Und das können viele Unternehmen gar nicht mit ihren Prozessen, die sie aktuell und ihren Technologien, die sie aktuell implementiert haben, gar nicht leisten. IoT ermöglicht mir, meine komplette Logistik zu vernetzen, damit ich mehr Transparenz gewinne, damit ich Kundenerwartungen schneller und individualisierter bedienen kann und letztendlich auch agiler in meinen Prozessen bin. Wir schauen uns immer kleinere Aspekte an, gehen in diese Aspekte rein und entwickeln diese Aspekte dann weiter. Man steht nicht vor einem großen Thema, das man jetzt vor sich hat und handeln muss, sondern das Ganze wird runtergebrochen in kleine Bestandteile, die man Stück für Stück dann einfach angeht mit uns auch. Ich binde erstmal eine Maschine an, ich binde 3 Gabelstapler an, ich binde 10 Container erstmal an mein System an, mit Sensorik, tracke diese digitalen Zwillinge bei mir im System, baue einen integrierten Businessprozess auf, teste das Ganze mal in einem sehr kleinen, abgegrenzten Rahmen, um zu entscheiden, okay, ist dieser spezielle Fall, den ich mir gerade hier rausgepickt habe, wirklich insofern wichtig für mich, als dass ich da einen enormen Mehrwert sehe? Und wenn ja, entwickle ich diesen kleinen Fall natürlich weiter hin zu einem großen, großen Projekt aus. Eine moderne Supply Chain ohne IoT ist heutzutage nicht mehr vorstellbar.